Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast und zum zweiten Teil der neuen Rechten in Frankreich. Und bis jetzt ist es ja wirklich ein, ich sag mal, Erholungsurlaub, oder? Was meinst du, Tomate? Jo, hallo Arti, hallo Jungs Gemüse, du hast völlig recht. Der erste Teil hier, der ist uns vor allem dadurch aufgefallen, dass anders als in den deutschen Dokus es ja gar nicht so eine Kommentatorstimme gibt, die irgendwie jeden zweiten Satz irgendwas einordnet und den Leuten Sachen in den Mund legt und ja, für den Zuschauer halt schon einordnet, wie man zu denken hat über die Sachverhalte hier. Also bis jetzt durften Doch die die. Leute von Rassemblement National hier völlig frei von sich selber sprechen. Und wie du auch festgestellt hast, die Bilderwahl ist sehr neutral. Beziehungsweise man muss schon fast sagen, schon fast ein bisschen pro dieser Bewegung, Ja, ne? würde ich nämlich auch sagen. Also als ich das nämlich vorhin gemeint habe, als mir das aufgefallen ist, als die Leute in diesem Dorf festgezeigt wurden, wurde zum Beispiel dieser übelste Chad, dieser junge Chad gezeigt, dieser junge, gut aussehende Franzose. Naja, ernsthaft, also da hätte man sich irgendeinen anderen, irgendeinen älteren Herrn rauspicken können. Gut, es geht natürlich hier um die Jugend, aber trotzdem hätte man Auch da gibt es sich bestimmt ungepflegte Kandidaten, ne? eben, ich meine, 2 Plätze weiter saß einer. Ja, das sah jetzt nicht ganz so aus. Den hätte man nehmen können. Also, das ist ja alles überraschend objektiv. Man möchte vielleicht sogar sagen, gut, vielleicht sogar fast ein bisschen Werbung. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ja, viel Spaß. Du hast noch andere Karten dort, schau mal. Hinter dir, Pumba. Wir sind bald seit 3 Jahren ganz alleine. Ich ein wenig länger, weil ich mich zu Beginn meiner Schwangerschaft vom Vater getrennt habe. Ich arbeite und studiere nebenher. Erstes Jahr Jura-Diplom für das Bewerbungsverfahren der Justizgeschäftsstellen zur Justizangestellten. Ja, ich beiße mich durch. Es ist nicht einfach, als Mama alles ganz alleine zu stemmen. Schon die Miete und die Kinderbetreuung kosten 1000 Euro. Noch dazu Strom, Wasser, Telefon, Internet. Da komme ich pro Monat auf 2000 Euro Ausgaben. Bei welchem Boah. Gehalt? 1400. Ich bin jeden Monat im Minus. Ich stimme für den RN, weil mir so einiges aufgefallen ist. Es gab viel soziale Ungleichheit, viel Ungerechtigkeit. Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Ich finde es nicht normal, dass man arbeiten geht, stolz darauf ist, arbeiten zu gehen, einen Job hat, um seine Familie zu ernähren und am Ende nicht davon leben kann. Also wie hier, Mensch. Ja. Jetzt mit der Einwanderung all derer, die hierher kommen und unverfroren sagen, wir kommen wegen der Sozialversicherung und der Hilfen. Sie bleiben absichtlich zu Hause, weil sie alles haben und denken, das sei umsonst. Aber so ist es nicht. Das ist nicht umsonst. Wir alle zahlen das jeden Monat von unserem Gehalt. Das kann Junge, das würde hier nie im ÖRR laufen, solche Aussagen. Nie im Leben, nie im Leben dürfte eine junge, gut aussehende Frau solche passierten Takes hier ablassen. Noch dazu Also, alleinerziehende Mutter und so, also ja, das ist ja hier heftig. völlig, die hat ja alle Trümpfe, gerade, sag ich mal, der Trümpfe der Propaganda, wenn man so will, für sich in der Hand. Alle Also, Opferpunkte, wenn man zu alle böse sein Opferpunkte, möchte, ja. alles. Ja, und die hat ja auch die Wahrheit auf ihrer Seite. Also, und die kann sich auch geil artikulieren. Alles. Also, da passt ja gerade alles. Das ist Wahnsinn, Ja. dieser Spot. Und Das ist wie absoluter offen Wahnsinn. das Migrationsproblem benannt wird. Ja, Heftig. Also bei uns würde man da richtig so einen krass. Regentanz aufführen, das irgendwie da drum rumzuschlängeln. Ganz ehrlich, das ist gerade eine übelste Weitpill für mich, dass man sich auch weiterhin halt mehr trauen muss, damit es halt irgendwann auch bei uns normal Normalisiert ist, so zu ist. sprechen wie Ja. die. Genau, und das überhaupt kein Thema ist. Ja, das würde ich mir auch mitnehmen, tatsächlich, ja. Und was ich mir auch noch so ein bisschen mitnehme, ist ja ihre Energie. Also, ne, die geht studieren, geht arbeiten, hat noch eine Tochter, alleinerziehend und macht trotzdem noch irgendwie hier Wahlprogrammatik, irgendwie Wahlprogramm verteilen, Ja, das ist Flyern mega etc. geil. Also, puh, nicht schlecht. Ja, das ist mega geil. Also da können sich die Leute echt was von abschneiden. Das ist richtig geil. Füße drunter. Nicht nass werden, Liebling. Es wird schwer, gleichzeitig den Regenschirm zu halten und die Flyer. Danke. Juliette und Pierre, ihr habt noch keine Flyer verteilt? Nein. Gut, es ist so.
Beim Rassemblement National sind wir nett. Die Leute nehmen welche, nehmen keine. Das ist ihr Recht, das ist Demokratie. Wenn sie mit unangenehmen Ansichten kommen, nicht reagieren. Wir sagen, schönen Tag noch. Wir haben beim Rassemblement National ein nettes Image. Und höflich. Lange vorbei sind die Jahre, in denen Jean-Marie Le Pen auf Provokation setzte. Aber die Haltung der Partei zur Einwanderung und zur Sicherheit ist unverändert. Das ist jetzt, jetzt beginnt es gerade so ein bisschen, ne? Mit der Einordnungsstimme hier. Ja, aber noch im Rahmen, muss ich sagen. Ja. Also ich, oder anders, hier bei uns wäre das niemals so stehen gelassen worden mit, wir sind nett und so. Auf keinen Fall. Ja. Und du hättest, ganz ehrlich, wenn die Leute hier, die man jetzt hier so sieht, die sind ja alle, die wirken völlig nett, normal, haben was im Kopf, weißt du? Ja. Wenn das ZDF jetzt an so ein Wahlkampfteam der AfD geraten würde und die würden mit denen vielleicht mal einen Tag rumgehen und alles wäre cool und die sind nett, die würden das niemals ausstrahlen. Ganz, also die würden das einfach nur ausstrahlen, weil sie sagen würden, nee, die kommen da so gut weg. Und wenn überhaupt, dann würden sie sich halt irgendwelche Wörter, irgendwelche Sätze aus dem Zusammenhang reißen und nehmen, dass vielleicht der eine mal mit dem anderen einen Scherz macht und der ja irgendwie politisch verfänglich ist, weißt du. Die hätten jetzt diesen Punkt genommen, sinngemäß, hallo, wir sind von der AfD, wir sind nett und wenn uns jemand blöd kommt, dann sagen wir schönen Tag noch und gehen weiter. Und dann hätten sie diesen Einspieler gebracht von dieser einen, ich weiß nicht mehr, wer das war, die gesagt hat, ich bin mit den AfDlern im Aufzug gefahren und die haben mich angelächelt und das war so unangenehm, weil ich konnte ja nicht weg. So auf dem Niveau wäre das hier geframed worden. Ja, das war eine Bundestagspolitikerin. Genau, oder es wäre irgendwie... War es von den Linken? Ich weiß es nicht mehr. Oder es wäre irgendwie so ein Einspieler gekommen, ach, was weiß ich, irgendeinen Satz werden die sich da schon nehmen, von wegen Wolf im Schafspelz oder... Mhm. Ja, so, vielleicht auch so ein Spruch aus dem Off, weißt du? Der Wolf im Schafspelz geht hier rum oder keine Ahnung. Oder auch... Hitler oder Himmler hatten damals dieselbe Strategie. Ja! Irgend so ein Scheiße. Ja. Ja, was sagst du den Leuten, wenn du ihnen den Flyer gibst? Ich sage, guten Tag, das ist für die Europawahlen am 9. Juni. Kannst du nicht reden und ich verteile die Flyer? Der Rassemblement National strebt nach Ansehen. Mit Jordan Bardella will man die Partei entdämonisieren. Ich habe nicht immer für den RN gestimmt. Früher war ich offen gesagt dagegen. Ich war überhaupt nicht für Marine. Guten Tag, Madame, für die Wahlen am 9. Juni. Dem Front National wäre ich nicht beigetreten. Die Aussagen waren mir viel zu extrem. Teils waren sie schon richtig, aber so konnte man das nicht sagen. Das musste man milder und auch sanfter ausdrücken. Ah. Mhm. Guten Tag, Madame. Jetzt kackt sie so ein bisschen. Ja, das ist jetzt schon interessant. Also, das ist das Ding. Ich meine, man muss halt ehrlich sein, das war ja auch irgendwo das Ding von der Marine Le Pen im Europawahlkampf. Also, deswegen gab es ja auch diesen ganzen Zwist rund um Maximilian Krah. Also unter anderem deswegen, weil, ja, auf den konnte man sich halt gut einschießen, weil er halt sehr in die Vollen geht, weißt du? Weil er eben sehr im klassischen Sinne populistisch ist, wo man ihn raushaut, also so Trump-mäßig. Und die Marine Le Pen hat sich da in diesem Wahlkampf extrem zurückgenommen. Ja, ja. Also für mich hat Krah immer noch diese Aufgabe des Oberton-Fensterschubsers. Auf jeden, ja. Ja. Und ja, die Le Pen hat halt versucht, in der Mitte zu fischen, klar. Ja. So wie der Wilders das ja auch irgendwie gemacht hat, ne? Ja, was halt scheiße ist, also absolut mies war von der Le Pen, dass sie sich dann halt letztlich in unseren Wahlkampf einmischt. Ja, das war lächerlich. Also das verstehe ich bis heute nicht, die ganze Aktion. Ja, und ich verstehe so nicht, wie die AfD das mit sich machen konnte. Also Weidel und Kupala, dass die gesagt haben, ja, okay, wir tun jetzt den Krah absägen. Ich meine, das ist so ein hervorragender Kandidat. Es hat ja auch nichts gebracht, ne? Also sie sind ihnen entgegengekommen und die Franzosen haben trotzdem gesagt, nö, also ja. Es ist seltsam. Also bei der bekomme ich so ein bisschen Meloni-Vibes. Ah. Ja, muss ich auch sagen. Also, und man bekommt hier auch fast so ein bisschen Vibes, wie sagt man das? Dass man Deutschland vielleicht da ein bisschen noch zurückhält, weißt du? Weil, inwiefern? Naja, Frankreich ist ja auch irgendwo auf Deutschland angewiesen, also im Sinne von EU-Geldern. Ach so, meinst du das, ja, okay. Also ganz so gut darf die AfD hier gar nicht abschneiden. Na gut, aber was vergessen wird, wenn das hier so weiterläuft wie bisher, dann
erledigt sich Deutschland selber und dann gibt es auch auf diesem Weg keine Zahlung mehr. Also. Ja, das stimmt. Aber das ist halt noch lange hin. Bis dahin kann man schön an Deutschland saugen. Ja, kann man Deutschland melken, genau. Für die Wahlen am 9. Juni? Guten Tag, für die Europawahl. Ah, die Rassisten. Ich bin Einwanderer, ich bin Araber. Na und? Das ist doch nicht schlimm. In erster Linie sind Sie Franzose. Nein, nein, ich bin kein Franzose, ich bin Einwanderer. Haben Sie keinen französischen Pass? Aha. Ja, krass. Aber das Gespräch fand ich jetzt interessant. Also, er will ihm sagen, ja, Sie sind Franzosen in erster Linie. Nein, nein, ich bin Einwanderer. Also, fast so, als wäre das da mit der Identifikation doch nicht so weit her. Hm. Und also das, was ein gewisser Kasper immer wieder sagt, wenn du die mal privat fragen tätest, wofür ihr Herz schlägt, Deutscher oder, was ist jetzt, nehmen wir mal plakativ, Türke, was werden sie wohl antworten? Ja. Auf jeden. Also das war jetzt ziemlich lustig. Europawahl? Ah, den kenne ich. Der ist Italiener, der ist kein Franzose. Der ist Franzose, wie alle anderen auch. Er hat gemeint, er ist Italiener, er hält sich für einen Franzosen. Und was bist du? Hältst du dich nicht für einen Franzosen? Also danke und tschüss. Sind die blöd oder was? Da gehört es hin. Oh, Mist. Gegen Le Pen, die Millionärin. Helfen Sie mal bitte. Der Rassismus spaltet die Arbeiter. Ihr spielt das Spiel der Millionäre. Le Pen ist Millionärin. Warum sollten wir uns verstecken? Die Macron-Anhänger, die von der Linksradikalen... Ja, gut, also... Wahrscheinlich ist sie Millionärin, okay. Es hat immer einen faden Beigeschmack. Genauso gut könnte man jetzt sagen, bei der hiesigen BSW-Linken, da ist doch auch, die haben doch jetzt auch ein, zwei Millionäre da im Vorstand oder im unteren Vorstand. Ja, also Sarah Wagenknecht. Kriterium. Und ist ja, stimmt, Sarah Wagenknecht durch ihre Buchverkäufe ist ja, lange das Millionärin. Das ist für mich die Champagner-Kommunistin schlechthin. Also ganz ehrlich. Ja, eben, die halt immer schön in Talkshows sich setzen darf und ihre Bücher verkaufen darf. Also die hat mit dem normalen Leben des Arbeiters safe nichts zu tun. Die wird immer in feinen Restaurants essen gehen. Und ganz ehrlich, wenn sie alles über, was weiß ich, was sag mal, über 2500 Euro der Partei spenden würde, dann wüssten wir es. Weil das wäre ja das perfekte, guck mal, seht her, ich bin so bodenständig, ich habe halt den normalen Lohn, den es in Deutschland gibt und der Rest geht an die Partei. Das könntest du so gut fahren, diese Schiene, aber wie du schon sagst, die will halt Champagner und Brot für 10 Euro essen. Ich sei ja gegönnt, aber... Ja. Ich auch nicht. Denen ist es auch nicht peinlich. Wir schlagen niemanden, wir respektieren andere Meinungen. Die Linken zeigen doch am wenigsten Respekt. Guten Tag, für die Europawahlen am 9. Juni. Schönen Tag noch. Für die Europawahlen am 9. Juni. Jordan Bardella. Schönen Tag. Ich fühle mich als Patriot. Ich fühle mich als Franzose. Und es ist schon verletzend, wenn die Leute uns als Faschisten bezeichnen. Das sind wir echt nicht. Und was einige von uns denken, ist traurig. Ich fühle mich absolut nicht als Rassist oder Faschist. Mhm. Das ist für Jordan Bardella. Ah nein, oh lala, sicher nicht. Sie sind frei, jedem seine Meinung. Aber wenn der etwas mehr Lebenserfahrung hat und seine Nase mal in ein Geschichtsbuch stecken würde, wenn er die DNA seiner Partei ausmachen würde... Er spricht von Patrioten. Aber wenn die Gründer seiner Bewegung einen Patrioten sahen... Jetzt muss ich mal kurz einhaken bei diesem Rentner. Der ist ja hier... ne? Der ist ja, ja hier klar. Oh Gott, wie hieß er? Beim Zweiten Weltkrieg, der Franzose. Ach, ich hatte gerade noch den Namen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Dieser General da halt, der dann das, das Land geführt hat. Aha. De Gaulle, glaube ich. De Gaulle, ne? Müsste es sein. Also der war ja heftig drauf. Tatsächlich, war schon halt cool. Ne? Also der war ja heftig nationalistisch oder nationaler drauf, als die jetzt hier sind. Also der hat zum Beispiel drauf bestanden, dass die Amerikaner sich dann wieder aus Frankreich verpissen, obwohl die befreit haben, mehr oder weniger. Ne? Also, dass die keine Stützpunkte errichten wie in Deutschland zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Das war ihm ja, ganz klar. Wichtig, weil er gesehen hat, wenn die hier Fuß fassen in seinem Land, dann kriegt er die nie wieder raus, ohne weiteres. Also der war schon, für die heutigen Verhältnisse war er extrem rechts und mit dem ist der Typ groß geworden. Und, ja. Und der nennt jetzt diese Mitte-Rechts-Leute, naja, irgendwelche Ultranationalisten, bla bla bla. Es ist ganz komisch.
Das ist so ein bisschen wie bei uns 1949 mit Konrad Adenauer und Co., wenn die da halt einfach mal in ihr Grundgesetz geschrieben haben, Begriffe wie Volk, weißt du? Das deutsche Volk und so. Das war halt damals normal, so hat man geredet. Und ja, bei uns ist es halt genauso. Also so würden die Linken jetzt gar nicht mehr reden. Oder sehr Mainstream, der politische Mainstream, will ich sagen. Also auch die CDU nicht mehr. Ja, er ist vielleicht so ein Paradebeispiel für die Macht der Medien. Wer jetzt? Hier, der Rentner. Dieser Mann? Dass er so, ja, so weich gekocht wurde über die Jahre und woanders hingestupst wurde. Ja, oder er war schon immer so drauf. Also, ja, schwierig zu sagen. Oder ihn der SS ausgeliefert. Das ist seine Partei. Die sagen, okay. Ja, also das war schon sehr drüber. Also musste natürlich noch was mit SS kommen und ja. Ja. Aber es kam nicht aus dem Off, immerhin. Ja, es kam nicht aus dem Off. Ja, eben, man lässt die Leute wenigstens selber reden, das ist okay. Die sagen, er wird alle Probleme lösen, weil er sich gut verkauft. Er ist 1,90 Meter groß, hübsche Krawatte, etwas gegelt. Ihm fehlt nur noch das Bärtchen. Ach komm. Okay. Junge. Also sag, Madame, wenig Substanz. Das ist oft das einzige Argument gegen uns. Wir sind nicht mehr der Front National, sondern der Rassemblement National, die beliebteste Partei Frankreichs bei jungen Leuten. Wir haben nichts mehr zu tun mit den Ansichten der 90er Jahre. Aber keine politische Partei hat heute noch die gleichen Ansichten wie vor 40 Jahren. Darauf wollte ich nochmal eingehen. Das ist vielleicht den meisten Zuschauern gar nicht so bewusst. Tatsächlich ist es nämlich so, diese Partei Rassemblement National, die heißt halt noch gar nicht lange Rassemblement National. Die haben sich halt komplett umbenannt, die Partei. Also vorher war das nämlich der Front National. Das wurde ja gegründet von Marie Le Pens Vater. Genau, oder ja. Großvater, ich glaube, es war ihr Vater. Ja. Genau, und die waren halt zunehmend in der Kritik und haben halt gesagt, wir lösen uns jetzt irgendwann von diesen alten Zöpfen und nennen uns um. Und hat es da so richtig so Abspaltung da gegeben, dass die anderen gesagt haben, nee, es bleibt alles so, wie es ist? Nee, glaube ich nicht. Also, so wie ich das hier lese, haben die sich einfach komplett umbenannt. Also, so ein bisschen kann man sich vielleicht vorstellen, wie mit PDS und Linke damals. Also, Google heißt jetzt Alphabet, sinngemäß. Macht aber noch dasselbe. Reiter heißt jetzt Wix, ändern tut sich nichts. Okay, der ist gut. Jeder entwickelt sich doch weiter. Ich war nie bei dieser Partei. Ich habe keine Argumente dazu, was der Front National mal war. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Aber lustig, dass die so auch dieses Pendant zu diesem Baseballschläger 90ern haben. Mit ja, ihrer Front National. Wahrscheinlich, ja. Und die sind jetzt die neuen Rechten. Ja, ja, ist sehr ähnlich tatsächlich wie bei uns. Ja. Wollen Sie nicht ein? Ist schön dort, ey. Ja, wenn décrocher une note, dann jobé là. Décrocher une. Ah, une grosse. Also am 7. Juni hast du Geburtstag. Das begießen wir am 8. Juni. Was hast du am 9. Juni vor? Nichts Besonderes. Dann gehe ich mit dir zum Rathaus. Zum Rathaus von wo? Was machen? Wählen gehen. Für die Europawahl. Wen wählst du denn am 9. Juni? Mit meinem Ausweis sicher nicht die Grünen. Der große Vorteil von Jordan Bardella ist, dass er Jordan Bardella heißt und nicht Jordan Le Pen oder Maréchal Le Pen. Er spricht am meisten von der Unsicherheit in Europa, in meiner Gemeinde, in Frankreich. Und die Einwanderung? Von wem oder was hängt die ab? Wenn man 10.000 Afghanen in ein Boot setzt, dann nein. Einwanderung von Ingenieuren aus den Staaten? Ja. Wenn wir morgen mit Russland im Krieg liegen, dann hätte ich auch gerne, dass die USA uns aufnehmen. Genau. Oder sonst wer. Extreme sind niemals gut. Also hörst du rechtsextrem und denkst Adolf. Nein, du spinnst doch. Nimm das sofort zurück. Das ist doch nur zum Spaß unter uns. Ich vergleiche Bardella doch nicht mit dem anderen Spinner. Jedenfalls waren wir immer ähnlich und unterschiedlich. Ein total geiles, nettes Gespräch. Was hier einfach ja, so ausgestattet. Total ich will gar nichts sagen, das ist ja klasse. Ne? Ja. Aber wenn ich zu dir sage, ich kann dich nicht ab, da ist doch was Wahres dran. Also ich
fand vor allen Dingen erfrischend, dass sie halt gesagt haben, hier 10.000 Afghanen, nein, 10.000 Raketenwissenschaftler, ja bitte. Ja, eben, also. Auch das wäre hier nie gelaufen. Ja, ja, wir können uns da nur wiederholen. Die Zuschauer sind wahrscheinlich schon fast langweilig. Aber das ist wirklich wie, ich sag's nochmal, wie Tag und Nacht, wie Feuer und Wasser verglichen mit den deutschen Reportagen. Das ist irre. Das ist einfach irre. Ich hab gar keinen Bock, dann noch im Anschluss irgendwas zu gucken. Nee, als würde es kein GEZ-Kram. Oder keine Doku. Danach vielleicht nur eine Serie oder so. Mal sehen. Die Musik nur positiv, ne? Keine düsteren Töne. Genau, genau. Frische jugendliche Musik. Ich arbeite in einer Fabrik, die Fertigbauteile montiert. Ich arbeite von 5 bis 13 Uhr oder von 13 bis 21 Uhr. Ich bin der typische Franzose. Ich zahle einen Kredit ab, ich bin allein. Ich habe ein mittleres Gehalt. Aber bekomme keine Hilfe. Also kann ich es mir nicht leisten, jedes Wochenende auszugehen. Ich achte auf all meine Ausgaben. Ich gehe einkaufen, weil das Wichtigste ist. Das muss gemacht werden, da habe ich keine Wahl. Klar, das Leben bei meinen Eltern war anders, da hatte ich noch einiges über. Da war so viel Taschengeld. Aber wenn ich am Jahresende meine Steuern zahlen soll, muss ich alles kalkulieren. Wenn ich am Monatsende nichts übrig habe, weil ich noch einkaufen muss oder noch was bezahlen muss, gehe ich halt nicht mehr aus. Bestenfalls unternehmen wir was Kleines, gehen in ein preiswertes Restaurant. Obwohl, im Restaurant war ich schon länger nicht mehr. Alter, diese Doku, das ist doch der reinste Wahlwerbeswort für Rassemblement National. Ist total geil. Auch hier jetzt wieder. Das also ist eine soziale Frage, die hier hochkocht, ne? Ja, ja. Und in Deutschland wäre jetzt hier safe sowas gesagt worden wie, er behauptet, so und so viel zu arbeiten und dass ihm nichts übrig bleibt und so, weißt du? Nee, ich würde eher sagen, die hätten hier diesen Winkel genommen von, doch mit der AfD würden sich seine Probleme nur verschärfen. Weißt ja, du? Genau, das ist irgend so ein Spaß. Deswegen haben wir den Experten gefragt von der Amadeo Antonio Stiftung. Ja, oder hier Herr Fratscher, der sich das Wahlprogramm ganz genau. Oder, nein, warte, hier, was hatten wir letztens? ChatGPT. Ja, ChatGPT. Wir haben ChatGPT gefragt. Genau. Es war 5:30, 6 Uhr morgens. Wir kamen aus dem Club. Ich war mit einem Freund unterwegs. Wir hörten ein Geräusch, eine zerbrechende Flasche und Schreie. Da waren 3 Typen, die auf einen meiner Kollegen eingeschlagen haben. Also jetzt... Ich finde es echt gerade heftig. Jetzt kommt gerade die bedrohliche Musik, wo er jetzt wahrscheinlich den Vorfall schildern wird, dass irgendwelche Migranten seinen Kumpel zusammenlatzen. Richtig, es ist einfach nur krass. Also sind wir gerade in der Parallelwelt oder was ist denn hier los? Ja, also die Filmemacher, die müssen wir uns merken. Also die müssen mal bei uns was drehen, wenn sich hier die Stimmung gewandelt hat. Das ist irre. Junge. Wir sind dahin und haben sie zurückgedrängt. Ich weiß noch, ich habe ihm gesagt, nicht prügeln. Dann kamen innerhalb von 30, 40 Sekunden 15 weitere Typen aus allen Richtungen. Ah ja. Ich lag am Boden und kriegte Schläge ab. Ich konnte aufstehen und dachte, sie sind zwar in Überzahl, aber jetzt muss ich mich wehren. Und da zog einer eine Waffe und machte uns klar, dass er uns alle fertig macht. In der Panik hätte ich anfangen können zu heulen, zu flehen. Aber nein, er stand vor mir, da habe ich ihm eine verpasst. Die Waffe flog weg. Ich sagte zu meinen Freunden, hauen wir ab. Wir sind zum Auto und ab ins Krankenhaus. Haben echt Schwein gehabt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, gut, ob die... Ist jetzt die Frage, wie ausgeschmückt ist die Geschichte und ja, so, ja, genau, ich wollte jetzt sagen, also so ehrlich müssen wir jetzt schon sein, dass wir in alle Richtungen ein bisschen Paulanergarten vermuten. Mhm. Also, das ist so ein bisschen aber, so eine Drachenlord-Story, hast du noch Gold geleuchtet? So, fragt man sich. Also aber ganz ehrlich, das Szenario, dass dann auf einmal irgend so weitere Leute kommen einer gewissen Klientel, ne, um in Übermacht da Dominanz auszustrahlen. Naja, wie soll ich sagen? Also, ja, das ist auf alle Fälle nicht unrealistisch. Das stimmt. Da muss man nicht viel Fantasie dazu gedichten. Ja. Vor allem, die müssen ja nicht mal aussprechen, was das für Leute waren.
Er hat ja nicht gesagt, er hat ja nicht mal gesagt, ein Messer oder eine Pistole. Es reicht einfach zu sagen, der hatte eine Waffe. Also, nee, ich meine, der hat nicht einmal das Wort Migrant benutzt oder, so, ja, oder Schwarzer oder so. Recht, also das weiß ja der Zuschauer einfach von alleine, wer das war. Das war halt, das weiß der von alleine. Es waren halt Männer. Ja, es waren junge so wie, Männer. Wie die, genau, wie die hiesigen genau. Zeitungsberichte. Ja. Das waren südländische Typen. Ach. Ich will hier nichts vermischen. Das habe ich damals gemacht, weil man am nächsten oder übernächsten Morgen schwarz sieht und denkt, die sind alle gleich. Man muss etwas Abstand nehmen und sagen, nein, sie sind nicht alle gleich. Aber die Gruppe, die uns angegriffen hat, das waren nun mal Araber. Denke ich zumindest. Dieses Erlebnis hat mich verdammt wütend gemacht. Und ich habe mir so einige Fragen gestellt. Wie steht es heute um die Sicherheit in Frankreich? Unter anderem wegen dieses Erlebnisses wähle ich Bardella. Weil ich hoffe, dass er und der Rassemblement National da was ändern. Und das sind genau die Art Erlebnisse, die halt unsere deutsche Jugend auch macht. Ja, und das meinte ich zu Anfang, dass mit der Zeit werden die Zustände nicht besser bei denen, sondern es wird exponentiell schlimmer. Ne? Ja, ja. Also das ist natürlich scheiße für die Leute dort. Braucht man nicht drüber reden, klar, aber dieser es muss schlimmer Spruch, werden, genau, bevor die Leute aufwachen. Ja, ja. So. Ist leider so. Ja. Ist echt so. Eine riesige Fascho-Versammlung. Eigentlich müsste man jetzt, ich weiß nicht, zu wem Art gehört direkt, ob das irgendwie der ARD oder so näher oder untersteht, müsste man halt mal fast schon so eine Twitter-Aktion starten, warum zum Fick hier diese faschistische, dieser faschistische Wahlfilm hier bei euch läuft, so, weißt du? Du meinst so Richtung Accelerationismus? Ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Halt, ja, ja. Was war das hier mit den ARD-Fernsehräten, die noch so weiß sind? Ich bin da nicht so Fan von. Ich meine, es ist doch schön, dass wir mal sowas haben. Also, das müssen wir irgendwie anders aufziehen, dass man sagt, warum bei denen, warum nicht auch bei uns? Also irgendwie ein bisschen lustig auf die Schippe nehmen, dass wir vielleicht halt das Team zum Beispiel bitte bei uns gerne hätten. AfD-Filme. Also für mich ist das ja schon die Weitpill, dass in Frankreich anscheinend das so gewachsen ist, das Problem, dass mittlerweile sowas wieder ja, sagbar ja. ist oder auch auf filmbar ist. Ja. Auf jeden, ja, ja. Das ist echt Weitpill pur. Ich meine, stell dir mal den Restler vor, wie er da irgendwie so diese Doku moderiert. Ja, also du kannst dir das bei jedem Satz, den die hier sagen, vorstellen, in jeder Szene, was der hier reinlabern würde. Also es ist ich meine jetzt eher so, wenn er halt so sich so angenehm zurücknimmt, wie die Moderation jetzt bisher war. Das käme einem richtig seltsam vor. Ach so, ja eben, ja. Das wäre gar nicht normal. Ja, ja, das würde gar nicht gehen. Da würde jeder sagen, ist das so ein AI-Clip? Ja, ja, genau. Genau. Liebe Freunde, hier ist Marseille, aber hier ist auch Frankreich. Meine Freunde, ihr habt mit eurer Stimme am kommenden 9. Juni die Macht für den Neubeginn, die Macht für den Wandel und, wenn ihr das so wollt, die Macht für das Wiedererstarken. Zu dieser Stunde voller Ungewissheit blickt eine Jugend noch immer auf Frankreich, auf der Suche nach Halt und Idealen. Eine Jugend, die aufbauen will und nicht zerstören. Auf den Tag genau vor 5 Jahren tauchte ich als junger, unbekannter Aktivist ein ins große Bad der Politik. Das ist halt auch so Frankreich, ne? Dass du in 5 Jahren so übelst durchstarten kannst. Das gibt's halt in Deutschland nicht. Also vielleicht in der AfD ja, noch, da würde ich nämlich schon sagen, wird's mittlerweile schwieriger. Der war ja, bevor er in der AfD ist, ein CDU-Abgeordneter und jetzt kein krass Bekannter, weißt du? Und jetzt ist er halt in der AfD dann auf einmal der Erste auf der Europawahlliste gewesen. Ja, aber er war zumindest schon jahrelang vorher in der Politik, ne? Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, es ist,
Ich überlege gerade echt, ob mir da so einer einfällt, der so schnell kommt und das alles aufmischt. Aber ich würde mal fast sagen. Helferich vielleicht oder sowas, die Ecke. Emilia Fester. Ich würde fast meinen, mit den Medien im Rücken würde es auch in Deutschland gehen. Ich meine, jetzt jemand so wie heißt denn die ja, die Luisa Neubauer heißt die so? Ja. Von Fridays for Futures oder so. Weißt du? Gut, aber er hatte doch keine Medien im Rücken jetzt hier, der Typ. Ja, das stimmt. Das ist schon, das ist schon wenig, krass. Wenig, sagen wir mal. Höchstens Alternative. Ne? Das ist schon interessant. Immer wenn ich das Wort ergriff, tat ich es in eurem und nur in eurem Namen. Ich habe zuallererst für die ganz normalen Menschen gekämpft. Für die Millionen Franzosen, die jeden Tag die Schwierigkeiten des Alltags mutig und mit Anstand angehen. Für sie, die Säulen des Hauses Frankreich. Also ich muss sagen, am Anfang waren es so Politiker-Blub-Geräusche und dann hat er so diesen Demutsmodus eingeschaltet, das kommt dann halt immer gut an, ne? Ja, das kommt gut. Also das, nicht schlecht. Ich meine, ganz ehrlich, deswegen fahren ja auch die Leute so auf Höcke ab und ich auch, weil halt immer, ja, auch immer dieses euch sagt, weißt du? Also er tut jetzt die Zuschauer oft nicht siezen, sondern sagt, ich mach was für euch und ich will, dass es euch gut geht, was weiß ich, sowas. Ja, das stimmt schon, ja. Am 9. Juni kehrt Frankreich mit uns zurück. Europa lebt wieder auf. Es lebe die Republik. Es lebe Frankreich. Alles okay. Es geht uns gut. Wirklich nicht schlecht. Wir wollten auch Marien, aber gut, nächstes Mal. Ich glaube, ich bin so Krupi-Style. Das ist das Schönste. Auf den anderen kippe ich gerade um. Mein Baby mit einer Frankreich-Flagge. Nach dem einen aus der Gesangsshow krallt sich jetzt Jordan alle Mädels aus der Region. Wie kommt das? Die hübschen Jungs nerven langsam. Und dann gibt's uns. Wir stehen im Regen. Weißt du, man kann noch so schön sein, aber wenn man scheiße redet, bringt das auch nichts. Sie haben gut über die Landwirte gesprochen, das war wichtig. Sie haben gut über die Landwirte gesprochen, aber meiner Ansicht nach nicht genug über die Unsicherheit. Wir warten gespannt auf den 9. Juni. Sah gerade aus wie der kanadische Premier, ne? Geht am 9. Juni wählen. Nur ein Wahlgang am 9. Juni. Ich weiß genau, für wen ich stimme. Und ich weiß, wenn ich mein Kreuz setze, werde ich nicht zögern. Und ich hoffe, viele meiner Mitbürger auch nicht. Und dass sie die richtige Wahl treffen werden. Also ich möchte es jetzt wirklich mal so ein bisschen mit der Aufgestaut-Doku vergleichen. Die ja wirklich so ein dem Munde nach Reden der Friday for Future Bewegung war oder der Extinction Rebellion, was auch immer. Du meinst die Serie, ne? Die genau, Serie aufgestaut, ja. Das war so eine sechsteilige Miniserie, ja, genau. Die wir geschaut haben. Also von der Positivität, mit der ja über die Partei oder die Jugendorganisation gesprochen wird, das war ja in der Serie genauso. Auf jeden. Das ist ein Werbefilm, Punkt. Und was für heftig. Kluge, junge, schöne Leute, die uns hier vorgesetzt haben. Also ja, ist ja, und auch differenziert. So. Also ich meine jetzt nach diesem Parteitag oder nach dieser Veranstaltung zu sagen, ja, war ganz schön, aber das und das hat mir nicht gefallen. Das ist doch top. Also so stelle ich mir persönlich so den mündigen Bürger vor, der halt einfach nicht so, also gut, da sind die Mädels so ein bisschen ausgeklammert mit ihrem Groupie-Gehabe, aber prinzipiell nicht alles irgendeiner Partei aus der Hand fressen, ja, sondern sich halt Gedanken dazu machen. Das ist also, man kann sagen, was man will, die Doku hier, die ist einfach geil. Also, das ist gerade wirklich wie Therapiesitzung. Ja. Wann wandern wir aus? Ach, das war's jetzt. Jetzt kommt der Abspann, alles klar. So, also, J. Benzoni, M. Hörtel und J. Dafoe, ne? Die kommen auf die Liste. Sein. Genau, die kommen auf die gute Liste. Ja, von Kraken-Films, ja. Aha, ja, Kraken. Wir würden gerne mal in Deutschland hier was drehen. Release the Kraken. Aha. Sehr gut. Gut, in dem Sinne. Ja. Liebe Leute, ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen geweitpillt, ein bisschen hoffnungsfroh.
Und dann sehen wir uns zum nächsten ÖRR-Geschmeiß. Hoffentlich mit einer bisschen Resilienz aufgebaut dadurch diese tolle Reportage hier. Macht's gut. Ja. Tschüss.